Ja, dann hallo und herzlich willkommen bei ARK. Wie ihr seht, ist jetzt irgendwas anderes hier passiert. Und zwar, ja, also der Sargas, der ist auch wieder dabei. Und ich, wir Hallo. müssen euch etwas beichten. Und zwar, uns ist wirklich was Blödes passiert. In der letzten Folge ist unser Sargas noch mit seinem alten Charakter in unser Spiel eingestiegen, konnte noch einsteigen. Und er wurde leider nachher getötet, ist ein bisschen getaucht, wollte ein bisschen Öl holen und ist dabei leider ertrunken und musste sich dann, weil er seinen PC komplett neu aufgesetzt hatte, warum auch immer einen neuen Charakter erstellen. Und von da an waren natürlich alle anderen Strukturen für mich persönlich auch feindlich. Die Dinosaurier haben uns angegriffen und ja, das war nicht so schön. Also, wir mussten neu anfangen, die alte Map war verloren und ja, wir hatten so als Idee, eine neue Map zu machen. Das war jetzt erstmal der richtige Grund dafür. Und wir wollten jetzt nicht hingehen und uns alles wieder neu ercheaten. Von daher fangen wir jetzt wirklich einmal blanko an, wenn man so möchte. Abgesehen von den Charakteren. Ja, genau, die Wir Charaktere, haben die haben wir noch da importieren können. ja, einfach zum Obelisken gelaufen und ja, da sind Genau. wir jetzt wieder. Mehrmals gestorben dabei, natürlicherweise. Aber nackt in Richtung Obelisk laufen ist auch vielleicht nicht mehr die beste Idee. Naja, ich wollte jetzt sofort erstmal einen Stamm gründen. Und Klar. zwar Stammverwaltung. Benenne den Stamm. Und zwar, wir sind gestrandet. Nee, nicht gestrandet. Auch geil. Gestrandet. Neuen Stamm gründen. Sehr schön. Irgendwas blitzt bei mir gerade so ein bisschen. Naja. Ich bin's nicht. Okay. Einladen zu gestrandet. Sehr schön. Ja, dann werden wir mal etwas. Warum schlägst du den Baum? Das ist Wagner-Würm. Ach so, ja, Du kannst stimmt. Sachen vom Boden aufsammeln. Ich kann Sachen vom Boden. Also, wir sind auf der neuen Map, nennt sich Ragnarök. Ragnarök ist eine, wenn ihr mich fragt, eine weiterentwickelte Karte. Ihr könnt hingehen und wenn ihr seht, ah, da liegt was auf dem Boden, Stein. Okay, war bis jetzt immer so, Steine konnte man aufheben. Jetzt liegt hier Holz. Man kann Holz aufheben und man kann. Da, Palmwedel, komm, heb den Palmwedel auf. Zack, und hat sogar Stroh. Das ist extrem angenehm. Oh ja. Genau, ich habe jetzt erstmal die ganzen Sachen von den Drop Rates hochgesetzt, damit wir etwas schneller unsere Basis bauen können. Das soweit cheaten finde ich völlig in Ordnung. Auch Steine aufheben, ich kann jetzt jeden Stein zweimal aufheben. Also ich habe auch die Gesundheit von den Materialien hochgesetzt, damit man da wirklich erstmal ein bisschen besser farmen kann. Jetzt habe ich dich schon verloren, hör mal, du. Ich dich nicht. Das ist Ach so, da. das Sehr schön. Schöne, wenn man Spieler ist und nicht Server-Admin. Ich sehe immer deinen Namen über dir fliegen. Ah, okay, egal wie weit ich weg bin. Ja, so ziemlich. Okay. Ich habe es noch nicht aufs Exempel getestet, aber ja. So, den Building Helper, den musst du nachher wieder abnehmen. Den mag ich nicht im Inventar haben. Dann schmeißen wir raus. Meinst du, der ist dir zu gefährlich? Ja, der sieht, das passt hier nicht rein. Der ist rot und das sieht doof aus. Das sieht doof aus und das mag ich Genau, nicht. ich muss jetzt ein bisschen rumweinen, weil wir unsere alte Map ja verloren haben. Ich weine eigentlich eher meinen Parry hinterher, weißt du? Ja, meine arme Lilly, Mann. Das Mein Bildschirm flackert hier ein bisschen. Es wird hell und dunkel. Ich hoffe, es ist nicht nachher auf der Aufnahme drauf. Das stört schon so ein kleines bisschen. So, eine Axt könnten wir brauchen. Stroh. Ich habe schon das erste Metall hier. Metall ist immer gut. Herstellung. Wir brauchen eine Steinaxt. Alles so primitiv. Okay. Ich kenne hier einen Ort, da möchte ich sehr gerne bauen. Oben an der Festung? Nee. Das wissen die Leute doch gar nicht. Wie? Eine Festung? Nein, gibt's hier bestimmt nicht. Nee, so cool kann das hier gar nicht sein auf der Map. Und zwar, wenn wir hier den Strand entlang gehen. Ich habe den falschen Startpunkt ausgesucht. Und du bist bitte lieb. Er ist nicht lieb. Ah!
Hilfe? Hilfe! Tut mir leid, ich bin gerade erschöpft. Hilfe! Ja, ich drehe eine Runde, ich komme dann wieder zu dir. Ach nee, er dreht wieder um. Und hat mich jetzt wieder gesehen. Ach, weißt du was? Komm, wir sind eh erst gerade neu hier. Soll er uns doch umbringen. Und der zweite. Wenn wir jetzt sterben, ist das nicht so schlimm, weißt du, weil wir ja gerade eh erst gespawnt sind. Und die sind auch direkt Level 22. Jawohl, ich wurde von einem Megalania getötet. Okay. Okay, du sagst, du hast den falschen Spawnpunkt Genau, gewählt. versuchen wir mal Viking bei 1. Respawn. Zufälliger Ort, ne? Ja. Ja, es gibt nur zufälliger Ort oder Bett. Ich bin so selten gestorben in dem Spiel. Also jetzt aktuell. Das habe ich schon öfters hinter mir. Es hängt gerade ein bisschen. Ah, er lädt. Das Schöne ist, du kannst halt wirklich deinen Überlebenden mitnehmen. Muss halt zwar einen von den Obelisken erreichen, aber das ist jetzt ja nicht das Unmöglichste. Nee. So, dann nochmal. Ich brauche Steine. Ich habe den Building Helper hier mal hingeschmissen. Ja. Aber ganz ehrlich, es fängt schon an wieder wie auf The Island. Es gibt hier Mutation Dodos. Ich habe einen Knopf gefunden, mit dem ich mein Inventar sogar ausblenden kann. Jetzt kann ich viel geilere Screens machen. Das ist schön. Das gefällt mir. Ach, du meinst dein Interface. Genau, mein HUD, mein Hut. Steinspitzhacke. Feuersteine. Und Brauche mehr. eine Axt. Ich kann da immer noch. Ich brauche mehr Stroh. Dito. Aber Stroh geht immer noch am besten, wenn man Bäume fällt. Ja, ich habe nur noch keine Axt. Achso, hier drin. Steinaxt. Ja, ich brauche noch 5 Stroh, dann. Okay, hab genug. Ich hole schon mal ein bisschen Holz, weil ich glaube, das werden auch die ersten Strukturen sein, die wir brauchen, die wir bauen können. Ja, wir könnten zwar auch wieder mit Stroh anfangen, aber. Nee, Stroh. Stroh sieht auch nicht schön aus. Ja, außer für Dächer, finde ich. Da kann man es machen. Ja. Am schönsten finde ich hier ein Steinfundament mit Holzfassade und wieder Holzdach. Ja, ich finde es mit Holzfundamenten am schönsten. Ich mag den Steinboden nicht so gerne. Der ist immer so kalt. Kannst hier einen Teppich drüber schmeißen. Nicht? Wenn du einen Teppich hast, dann kann man da auch einen Teppich drüber schmeißen, ja. Ja, ansonsten werden irgendwelche Viecher gehäutet. Werden die halt als Teppich benutzt. Das Schöne ist, hier gibt es auch sehr viele Materialien am Strand. Das stimmt. Man muss nicht zwangsweise in andere Gefilde rein. Woher kommt eigentlich die Map? Ich habe gelesen, gerade im Spawn-Bildschirm, da war so, ja, eine kleine Hütte mit zwei Jägern. Auf dem Boden lag ein kleiner Fuchs, der am Schlafen war. Was heißt ein kleiner Fuchs? Ihr werdet hoffentlich einen Fuchs hier irgendwann sehen. Klein sind Ein die Dinger nicht. Deerwolf. Ein Deerwolf ist das. Genau. Also, wenn jemand von euch World of Warcraft gespielt hat, so ein Frostwolf, kann man ziemlich genauso sagen, auf dem die Orks reiten dürfen. Also, ich kann dir gerne den Ursprung von Ragnarök erklären, aber. Nee, das ist schon relativ logisch. Aber ich glaube, das ist eine Map, die in einem Modding-Contest gewonnen hat, richtig? Das weiß ich nicht. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ja. Weil zumindest stand über dem Kamin-Sims,
von dem Startbildschirm, den wir hatten, mit dieser kleinen Hütte und den zwei Jägern und dem Wolf, stand irgendwas mit Mods drin? Ich weiß es nicht, ich hab ich so genau nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Aber jetzt mal kurz, wenn wir doch den Spawnpunkt auswählen, wird denn nicht automatisch irgendwas in dieser Map hier angezeigt? Könnte es diese Hütte nicht wirklich geben? Da ist es nicht. Okay, und hier würde Also ich gerne spontan bauen. in dem Vieh drin. Ja, in dem Dino würde ich gerne bauen. Klar, kein Problem. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Müsste eigentlich genug Platz sein. Was ist das? Sand. Ah, für die Scorched Earth Sachen. Ich glaube, das müssen wir uns mal holen. Scorched Earth habe ich. Ach so, ja, du. Ich nicht. Kannst du die Sachen denn bauen, auch wenn ich das nicht habe? Ich glaube nicht, oder? Ich kann ja mal kurz in meinen Dingens reingucken. Schwuppdiwuppdidu. Ich meine, ich finde das gerade schön mit den Steinen, dass man die doppelt Ja, aufheben kann. scheinbar. Aber Ich ich kann finde scheinbar. das Ja, bitte. nicht realistisch, deswegen möchte ich das nachher umschalten, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Also Server nochmal kurz runterfahren und dann. Ja, klar. Ja, die Lehmsachen kann ich bauen. Okay. Zumindest kann ich die Diagramme lernen. Also Kann die ich die lernen? Engramme. Feeding Trough, also das sind die ganzen Lehmsachen. Beziehungsweise Brunnen. Ja, kann ich auch lernen? Ja? Doch cool. Ja, klar, aber wundert mich gerade ein Brunnen. Ja, das ist auch von Scorched Earth. Ja, ich sehe es. Ich habe gerade nur auf Scorched Earth geschaltet. Ach, stimmt, darum kann man sie umschalten. Huhu. Und da scroll ich mich gerade. Treibstoff, Ölkrug, Brandpfeil. Brandpfeil, oh, schön. Wüstenstoffhülse, was macht die? Die schützt vor Hitze und Kälte, aber minimalen Schutz vor Verletzungen. Benötigt Engramme Stoffhose. Stoffhose habe ich doch, oder? Muss ich alles neu lernen? Die Engramme müsstest du eigentlich noch haben. Nee, Stoffhose habe ich. Okay, dann gucken wir mal. Wüstenstoffhülle. Ein Zelt. Ein tragbares Zelt, welches dir Schutz vor Umwelteinflüssen bietet. Okay, nö, könnte ich anscheinend lernen. Was haben wir denn noch? Lehmtor, Spiegel. Was kann ein Spiegel denn? Betrachte dein wunderschönes Selbst. Oh, wie toll. Okay. Ich lasse das jetzt erstmal hier so stehen. Und dann, das hier muss noch weg. So, also ich brauche erstmal wieder Kiste. Bauplan Kiste. Ich brauche. Aha. Fasern. Ich glaube, ich habe schon welche im Inventar. Ja, ich brauche 10 Stück. Ich hole mir mal kurz welche. Ja, hier. Jetzt habe ich 11. Aber ich gehe mir noch ein paar craften. Craften. Farmen. Ich brauche ein paar Kisten. Du sagst, du hättest gerne ein Fundament aus Stein, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, das ist egal. Das kostet jetzt zu viel. Mach bitte ganz normal erst Holz. Wir können später upgraden. Wie erwünscht. So, Fundament aus Holz. Funder. Ja, ich brauche natürlich, also pro Fundament ein Ding natürlich 80 Holz. Ah, S-Plus-Box kann nicht gesetzt werden. Platzieren auf dem Boden nicht möglich. Yep. Okay, also wir können darunter gar nicht bauen. Doch. Aber du musst die Box auf ein Fundament stellen. Und sonst kann ich die. Nein. Okay. Also Sonst kannst du. Nein. Fundamente kann ich da drin bauen, aber eine Box kann ich da drauf da nicht reinsetzen. Nicht diese Box. Die normale Box könntest du da hinstellen. Okay, versuch das mal bitte.
ob du da wirklich ein Fundament reinbauen kannst. Okay, aber erstmal kommt hier eine Kiste von uns hin. Wo ist die Kiste hin? Die Kiste ist kaputt gegangen. Warte, ich guck noch mal. Ja, die ist kaputt. Das finde ich gerade äußerst seltsam. Da. Funktioniert doch. Okay, seltsam. Also wie gesagt, ich kann die Sachen hier auch nicht platzieren. Ich kann sie hier platzieren. Ach, Ja, ja. ab hier kann ich bauen. Wir könnten eine kleine Bude in den Kopf bauen. Alter, die Dodos, Mann. Ja, die sind echt. Dann würde ich sagen, wir bauen erstmal hier auf dem Platz einfach. Ist ja egal, Hauptsache, wir brauchen erstmal eine kleine Basis. Oh, Tim, Oh, ja, Kai, bitte, was? Oh, Entschuldigung. Schau mal von hier aus Richtung Wasser. Oh, ich sehe da oben eine kleine Burg. Was Das ist hast ja du eine da? Überraschung. Ja, finde ich cool. Sollen wir da mal hin? Nee, nicht jetzt. Also, Okay. ja, definitiv, aber ich glaube, wir sollten erstmal ein bisschen. Nee. Was ich meinte ist, wenn du hier Richtung Wasser schaust, da sind so zwei, so eine natürliche Brücke, die in der Mitte ein Loch hat. Ja, richtig. Da könnten wir dort drauf bauen, so dann quasi den Übergang schaffen und dann mehrere Etagen haben. Nee, ganz ehrlich, wenn wir da bauen, dann müssen wir nachher eine kleine Reise machen. Komm, ich zeig dir das mal ganz kurz. Ich lade mal eben mein Holz weg und dann zeige ich dir mal, wo wir sonst noch bauen könnten. Aber ich muss, nimm bitte ein Fundament mit, damit wir gucken können, ob du da wirklich bauen kannst. Ja, oder nimm eine Box mit. Ich lasse die Sachen jetzt erstmal alle hier. Ja, bin Oder relativ leicht. ja. Also kannst ruhig weiter meinen richtigen Namen sagen. Ich glaube, das hast du in den letzten Folgen auch ein paar Mal gemacht. Das stört mich nicht weiter. Alles gut. Alles klar. Sonst hätte ich mich sofort schon aufgeregt. Ich weiß ja, wo du wohnst. Dann wäre ich rumgekommen, hätte dir eine geknallt. Patsch, patsch. Ja, das ist Jent ist halt ein Name, der nicht ganz so natürlich ist. Ja, ich weiß. Ist ja auch nicht schlimm. Und Na zwar, wenn da. du wirklich bauen möchtest, dann Oh, bauen geil, wir was bitte. Asphalt. Ja, nee. Ah, ich bin erschöpft. Moment. Ich muss noch mal kurz an Land schwimmen. Sonst ersaufe ich. Geht's da unter den Wasserfall drunter oder was? Nein! Wo bist du? Ich weiß Da nicht, bist hier du. war ich noch nie. Okay, ja, dann komm mal mit. Also wenn wir bauen, also eine richtige große Basis, dann bitte hier. Ey, wie geil ist das denn? Oder? Wie geil. Und hier unten drunter. Kommen wir hier nur durch den Wasserfall Du rein? kommst nur durch den Wasserfall hier rein. Ja, und wenn du oben relativ tief fällst, soweit ich das weiß. Ja, ist ja egal, solange man mit dem Flugzeug herauskommt. Oh, geile Idee. Ich guck mal gerade nach oben. Es sieht mir noch ziemlich verbaut aus. Wir sind aber gleich hier etwas auf Land. Dann können wir uns das mal genau anschauen. Nee, es scheint wirklich komplett zu sein. Oh, das wäre ja noch geiler. Oben ist so eine kleine Öffnung. Versuch mal bitte, ob du hier was bauen kannst. Klar, Augenblick. Ja, ist das schön. Ich habe eben den Haken gesetzt, von wegen, du kannst auch in Gebäuden bauen, beziehungsweise In in Höhlen Höhlen. bauen, richtig. Aber es gibt ja immer noch die kleine Hakensache mit, es buggt einfach rum und du kannst es trotzdem nicht. Ne, und Ja, ich deswegen. glaube, was damit gemeint war, sind nicht solche Höhlen. Wobei diese Höhle schon verdammt geil ist, sondern mehr die Höhlen mit den Artefakten. Ah, okay, die. Ja, gut. Und das Schöne ist, du kannst hier sofort zack ins Wasser und bist wieder draußen.
Also ich würde mal spontan sagen, das ist so eine Batman-Geheimhöhle hier. Ja, richtig. Was cool wäre, wenn wir hingehen könnten und so ganz knapp unter der Wasseroberfläche, damit man es nicht sieht, einen Holzsteg bauen könnten, der dann halt wirklich gerade in die Basis reingeht. Ah, dass wir rüberlaufen können. Ja, das ist gar keine schlechte Idee. Und wir haben halt wirklich Versorgung auch an Fisch. Hier schwimmen überall Lachse, so heißt es auf Deutsch. Salmons. Säbelzahnlachse. Ja, ganz ehrlich, habe ich gerade eben gesehen. Guck doch mal. Ich tauche nochmal ab. Wo haben wir ihn? Nein, da ist ein Stein. Nein, das ist kein Lachs, das ist ein Stein. Ich bin gleich wieder erschöpft. Der schwimmt jetzt weg. Da, Sabertooth Salmon. Ein Säbelzahnlachs. Die sind aber total friedlich. Es sei denn, du gehst hin und schlägst einen. Tu das bitte, wenn ich draußen bin. Nein, tu es bitte im Moment gar nicht. Nee, ich bin nur reingeschwommen, um mal zu schauen. Ein Dilophilus. Oh. Ah, Noch noch ein einer. Dilo. Machen wir das, was jeder Shooter-Spieler hasst. Weglaufen. Nein, A und D klickern. Wie A und D. Ach so. Für die Sniper. Das heißt eigentlich nur die Sniper. Ich weiß das, weil ich gerne snipe. Und Hätte das gedacht? andere Sachen hinterlasse. Wenn da jetzt gleich Kacke in der Kiste liegt, ne? Die war da schon drin, als ich die gebaut habe. Ja, 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 wenn ja. jemand fragt. Ganz, ganz wichtig. Ach, wieder alles neu aufbauen. Das ist so aufregend und so nervig zugleich. Ja, ich würde sagen, dann schnappen wir uns unser Equipment und besiedeln die Höhle. Ja, aber am Anfang ist es, glaube ich, relativ nervig, wenn du die ganze Zeit reinlaufen, rauslaufen musst. Und du kannst ja mit schweren Sachen oder voll beladen mit, sag schon, Holz und Steinen nicht wirklich gut schwimmen. Deswegen macht es für mich jetzt noch keinen Sinn, in die Höhle zu gehen. Das sollten wir zu einem späteren Zeitpunkt machen und erstmal hier bleiben. Hast recht. Mein Vorschlag. Okay. Was wollte ich jetzt? Genau, ein bisschen holzen. Holzi, Holzi, Holzi. Was hältst du davon, wenn wir, komm mal kurz hier rüber. Einen Moment, ich holze noch einen Baum ab. Und zwar über dem Wasserfall ist ein kleiner Wald. Ja. Das war da bauen. Das sind aus erfahrungstechnischen Gründen schon gemeine Dinos da oben in dem Wald. Okay, das heißt hier unten bleiben. Ja, also wir können gerne hingehen. Und ich sag mal so komplett hier unter dem Ding bauen, dass wir links eine kleine Barrikade und rechts eine kleine Barrikade hinbauen. Ah, ich habe den Dilo wieder vergessen. Den Dilo-Dino. Kriegen wir die schon platt? Nein. Ja, der eine ist Level 3. Die machen uns fertig. Ganz dezent. Ich sterbe. Ich auch. Nein, nein, also definitiv nicht. Oh ja, da war ein 35er. Genau, wie gesagt, ich habe jetzt auch alles ein bisschen schwieriger gestellt, dafür, dass wir halt nochmal neu anfangen und jetzt erstmal einen kleinen Startbonus haben. Das ist jetzt schwieriger geworden. Naja, wieder Viking Bay 1. Bitte was? Viking Bay 1. Ja klar, ich möchte da hinten bauen. Ach ja klar, wir können ja jetzt Sachen aufheben. Was brauche ich denn nochmal für einen Speer? Das habe ich mir nicht gemerkt. Feuersteine, Fasern und Holz. Okay. Also erstmal Ein bisschen und sammeln. Stroh und Steine. Also das Aufheben ist ja ganz okay für Meine Güte. Holz, aber Ups. Level up! GZ. Aber für Stroh ist das echt Mist. Ja, es ist schon komisch. Kriegt man echt wenig Stroh raus.
Aber für Holz ist ganz okay. Feuersteine. Haben wir hier einen großen Felsen? Ja. Da reichen auch die kleinen für aus. Pup, 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 pup. Pup, 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 pup. Immer noch Stroh? Ich brauche noch mehr Stroh. Und es wird schon dunkel. Ich verstehe das nicht. Ich muss gleich wirklich nochmal neu starten, weil irgendwie muckt auch gerade mein Bildschirm. Es wird mal hell, mal dunkel. Ich weiß nicht, ob es gerade am Spiel selber liegt. Ich habe eben eine Option gesehen, irgendwas mit PvP-Gamma oder irgendwie sowas. Vielleicht sollte ich das mal aktivieren, damit der Bildschirm das nicht von alleine einstellen kann. Oder so. Ja, du, eigentlich ist das mehr so eine Einstellung, die du im Optionsmenü auch einstellen kannst. Wo haben wir es? Nicht, dass ich wüsste. Nee, ich meine, das wäre eine Einstellung gewesen, die man beim Server nur treffen kann. Ich gucke gerade, wo das wo Gamma war. Gib mir mehr Naja, Fasern. egal. Ach, genau, hier. Setze Gamma, falls erlaubt. Setze Gamma, falls erlaubt. Das heißt, du hast. Moment. Das ist. Findest du unter deiner Tastaturbelegung, ganz unten rechts. Ganz oben rechts. Ganz unten rechts. Ah, okay. Da kannst du dir zwei Gamma-Werte einstellen. Heißt, Ja, ich wenn weiß. zum Beispiel stellst du bei Nacht höher, damit du mehr siehst. Das kannst du halt fürs PvP ausstellen. Wo habe ich denn noch einen Knopf frei? Ich muss gleich mal gucken. Fortsetzen. Nee, ach, ich lasse das jetzt einfach so. Weil damit bin ich ja eigentlich ganz zufrieden. Nur halt zwischendurch. Es schlackert so ein bisschen hin und her. Na, ich hoffe nur, dass ich das sehe, dass es warum auch immer auf der Aufnahme nicht drauf ist. Und wenn, dann ist das halt für eine Folge mal so. Ich hoffe, das zieht sich Ja. nicht, weil die Map jetzt einfach so ist. Also, ich möchte meinen Char gerne wieder looten. Ich will die Dilos tot sehen. Okay. Speer hast du? Ja, 4 Stück. Ach genau, da braucht man ja mehrere von. Ja, die könnten schnell kaputt gehen. Brauche ich noch Fasern, okay. Nicht mit mir. Da vorne ist schon einer. Vor allem kann man die so schön auf Distanz halten. Meine Leiche ist ja Ja. schon dezent hell, ne? Gar nicht. Nee, das ist der falsche.
Ja, meine Leiche wurde leider aufgefressen. Ah, unangenehm. Alles übertragen. Ich glaube, ich habe gerade auf deine Leiche geschissen. Nee, hier sind doch deine Sachen. Was hast du denn für einen coolen Skill? Reaper-Helm. Nett. Reaper-Helm? Ja, das ist jetzt meiner. An deiner Stelle würde ich mehr das Aberrant-Schwert nehmen. Das was für ein Schwert? Das Aberrant-Schwert, den Aberrant-Schwert-Skin, der ist ziemlich cool. Okay, habe ich jetzt mal. Ja, brauchst halt zwar zuerst ein Schwert dafür, aber dafür ist es ziemlich cool. Ja, das kommt ja bald, das Schwert, das kommt ja bald. Okay, gut, dann wieder zurück. Und zwar, du kannst hier eigentlich relativ cool, das habe ich im Singleplayer mal gemacht, ins Maul reinbauen, so als erste kleine Basis. Hier passen zwei Felder nebeneinander und mehrere hintereinander. Klar. So. Funder, 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 Fundamente. Ich werde in der Zeit erstmal für ein bisschen Essen und für Leder sorgen. Das ist sehr gut. Ich brauche noch ein bisschen mehr Stein, sehe ich gerade. Ich habe die beiden gefunden. Ja, jetzt machen die nicht mehr viel. Ach, hast schon beide erledigt. Ja. Ich denke mir, oh mein Gott, ich muss ihn zu Hilfe halten. Okay, oder auch doch Achso, nee, nicht. nee, wie gesagt, es liegt am Speer. Der kann halt wirklich Gegner gut auf Distanz halten. Dann baue ich uns gleich erstmal eine Feuerstelle. Es gibt hier aber kein neues Wetter, oder? Der Nebel, der war auch schon auf The Island so. Nebel? Ja, es ist hier jetzt gerade ziemlich nebelig. Sehe ich nichts von. Okay, dann ist es bei mir sehr nebelig. Oh, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir müssen wieder die nächste Folge einleiten. Okay. So kommen Sie zu mir, Herr Sagas. Ich bin auf dem Weg. Es ist so dunkel hier, man kann sich gar nicht richtig hinstellen. Ja, dann vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank, dass ihr auch jetzt in der neuen Folge dabei seid. In, ja, man könnte schon fast sagen Staffel 2. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss zusammen. Tschüssi.